Dieser Herr erklärt uns im Namen des Bayerischen Rundfunks, wer angeblich extrem sein soll. Und dabei ist dieser Herr bedauerlicherweise selbst ein linker Extremist. Aber der Reihe nach. Es soll immer noch Menschen in unserem Land geben, die meinen, die Medien seien neutral oder berichten eben, was ist. Das gilt vor allem für diejenigen, die sich bei den etablierten Medien informieren, also etwa in Zeitungen und im Fernsehen. Und dies gilt insbesondere für diejenigen, die vorrangig bei den öffentlich-rechtlichen Medien reinschauen. Aber ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Das stimmt nicht. Nehmen wir also noch einmal das aktuelle Beispiel, einen Bericht des Bayerischen Rundfunks auf tagesschau.de, der nun von allen sehr vielen anderen Medien schlicht kopiert wird. Schön ist vor allem die Überschrift, die sich so und ähnlich überall findet. Zitat: AfD im Bundestag beschäftigt mehr als 100 Rechtsextremisten. Wer rechtsextrem angeblich rechtsextrem sein soll und warum, hat damit der Bayerische Rundfunk festgelegt, mit Schützenhilfe des Amtes für Verfassungsschutz. Das Prinzip ist einfach. Eine Regierungsbehörde markiert eine Person, einen Verein oder ähnliches als angeblich rechtsextrem und andere Personen, die dann mit diesen zu tun haben, sind es dann schwupps auch. Was rechtsextrem bei den angeblich über 100 Leuten tatsächlich bedeuten soll? Keine Ahnung. Es ist einfach ein Etikett. Das genügt. Wenn Sie dieses Video anschauen, sehen Sie es vielleicht auch gleich. Jedenfalls für Frau Faeser, Herrn Haldenwang und die neutralen Berichterstatter des Bayerischen Rundfunks. Naja, diese Berichte sind schlichtweg die Fortsetzung der Medienkampagne, die zuletzt mit Potsdam einen gewissen Höhepunkt erreicht hatte. Nun geht es halt weiter. Schließlich stehen wichtige Gerichtsentscheidungen und Wahlen im Blick auf die AfD an. Da muss dann die richtige Begleitmusik gespielt werden. Das ist das eine. Und die Redakteure, die beim Bayerischen Rundfunk dahinter stehen, hinter solchen Berichten, sind das andere. Ein Redakteur, der dahinter steht, ist Herr Alexander Nabert. Den möchten wir Ihnen heute kurz vorstellen. Alexander Nabert war früher einmal bei der Zeitung Die Welt. Wir hatten ihm damals schon ein Video gewidmet, das wir hier noch einmal zeigen. Nun arbeitet er für den Bayerischen Rundfunk. Herr Nabert ist Journalist bei der Tageszeitung Welt. Er nennt sich selber einen investigativen Journalisten. Denn Neugier und Fakten scheinen nicht sein größter journalistischer Antrieb zu sein, sondern wohl eher ein gesichert linksextremes und antideutsches Weltbild. Und all diese Kleinigkeiten, die jeden Tag in der deutschen Presse vorkommen, vor allem wenn es um oder besser gegen die AfD geht, haben uns veranlasst, in diesem Fall einfach mal genauer hinzuschauen. Wer ist dieser Alexander Nabert? Ein neugieriger, aufgeklärter, linksliberaler Journalist auf der Suche nach der Wahrheit? Lassen wir ihn und seine Botschaften an die Welt da draußen selbst erzählen. Herr Nabert fabuliert nicht nur über den Volkstod der Deutschen, sondern er ergießt sich auch über sein eigenes Volk in Fäkalsprache. Übrigens hat er einen großen Teil dieser Informationen über sich selbst gelöscht. Wir waren aber so freundlich und haben seine digitale Spur aufgenommen. Es gibt nur einen Fall, der gegenwärtig meine Neugier weckt. Wir sind halt neugierig und auf der Suche nach der Wahrheit. Pech für Herrn Nabert. Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend war er auch. Was einem heutzutage sicherlich hilft, bei der Welt anzuheuern. Herr Nabert schrieb früher für die ehemalige Staatszeitung der DDR, die Parteizeitung der SED, besser bekannt und immer noch im Dienst als Neues Deutschland. Interessant ist dabei, dass Herr Nabert diese Autorenschaft in seiner Biografie auf seinem Profil auf Welt.de gar nicht erwähnt. Dort heißt es nur ganz allgemein, dass er auch unter anderem als Autor für andere Zeitungen tätig war. Das neue Deutschland fehlt, zumal mit einem wohlwollenden Gespräch mit einer gewaltverherrlichenden Antifa-Gruppe. Ach ja, Gewalt. Herr Nabert hat dazu auch ein besonderes Näheverhältnis. Aber hören bzw. sehen wir selbst, was er dazu zu sagen hat. Nabert fabulierte nicht nur über Bombardierungen fremder Länder. Er hat auch einen regelrechten Hass auf das eigene Land. Er zitiert Lieder, in denen es um Brandbomben auf Deutschland geht. Wie tickt Alexander Nabert? Was sind die Leitlinien seiner Weltanschauung oder einfacher, worauf steht er? Machen Bundesvorstand der Grünen Jugend, Taz, SED-Zeitung und ein bisschen Deutschlandhass und Gewaltfantasien plus Ausrutscher? Einzelfälle? Ich habe bei Herrn Nabert auch angefragt und um ein paar Erläuterungen gebeten, wie man das halt so macht bei der Presse. Bis heute habe ich leider keine Antwort bekommen. Wie steht er zum Kommunismus? Distanziert er sich? Herr Nabert wollte sich offenbar nicht äußern. Und schau da, es finden sich immer mehr Bezüge des Herrn Nabert zu bestialischer
kommunistischer Ideologie. Vor nicht allzu langer Zeit warb Alexander Laber nämlich noch für Karl Marx an Schulen. Er gratuliert anderen zum Geburtstag und nutzt dafür das Hammer- und Sichelsymbol. Er gratuliert dem Vorbeter des Kommunismus zum Geburtstag. Karl Marx, naja, er wollte eben ganz eindeutig den gewaltsamen Umsturz. Er wollte Exempel und Rache an verhassten Individuen. Er wollte den Terror. Er ruft ganz wörtlich zum Terror auf. Und am Ende waren eben über 100 Millionen tot. Wobei all die Liebe zum Kommunismus dann hier vielleicht doch wieder nicht passt. Die Free Tech Academy von Axel Springer wirbt noch damit, wie es sich Herrn Nabert gut gehen ließ. Über Venezuela schreibt Alexander Nabert, dass das gar kein sozialistischer Staat gewesen sei. Ist klar. Sollten sich irgendwelche Zuschauer noch nicht so gut mit kommunistischer Ideologie und Praxis auskennen, kann ich eine Dokumentation empfehlen. Gulag, die sowjetische Hauptverwaltung der Lager. Ich verlinke es Ihnen, Henna. Weitere Damen und Herren werden folgen. Und dass solche Leute solche Berichte schreiben und das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist in Ordnung, oder? Der Bayerische Rundfunk beschäftigt also mindestens einen Linksextremen mit ausgeprägten Gewaltfantasien. Das habe ich doch richtig verstanden. Ich frage für meinen inneren Kompass. Ich habe beim Bayerischen Rundfunk schriftlich angefragt. Weiß der Bayerische Rundfunk überhaupt, wen er dort beschäftigt? Ist das vereinbar mit den Werten des Bayerischen Rundfunks? Wie steht der Bayerische Rundfunk dazu? Bislang hat uns keine Antwort erreicht.